Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. The worst flooding in parts of Western Europe for several decades. Homes left destroyed. The water so fierce it ripped apart roads. Durch den voranschreitenden Klimawandel kommt es in letzter Zeit vermehrt zu extremen Naturereignissen. Hochwasser und Überschwemmungen zählen zu den häufigsten. Solche Katastrophen beeinflussen Menschen auf verschiedenste Art und Weise und wirken sich auf die Nahrungsmittelversorgung, die Infrastruktur oder sogar die eigene Wohnsituation aus. Dies führt auch zu einer Reaktion der Finanzmärkte, welche auf das Risiko einer Überschwemmung und das tatsächliche Eintreten dieser reagieren. Im Rahmen des Teamprojekts Wirtschaft und Technologie haben wir uns die Frage gestellt, wie sich diese Preiseffekte auf dem Immobilienmarkt darstellen lassen. Mittels einer Regressionsanalyse wurde eine Möglichkeit gefunden, die Preise in Bezug auf das Hochwasserrisiko und die tatsächliche Betroffenheit darzustellen. Hierfür betrachten wir Deutschland. Um geografische Unterschiede zu verdeutlichen, betrachten wir nicht das Land als Ganzes, sondern unterteilen es in seine Gemeinden. Wir verwenden folgende Regressionsvariablen. Urban Flood Risk und River Flood Risk können die Werte Low, Medium oder High annehmen und werden zu der Variable Risiko vereint, welche immer dem höheren der beiden entspricht. Des Weiteren betrachten wir die Bevölkerungsdichte und das durchschnittliche Primäreinkommen pro Kopf, sowie die tatsächlichen Hochwasserereignisse im Umkreis von 30 Kilometern innerhalb der letzten 100 Jahre. In unserem Fall liegt der Fokus auf Wohnungen. Daher nehmen wir den durchschnittlichen, gemeindespezifischen Quadratmeterpreis für Wohnungen hinzu. Die Ergebnisse lassen sich auf der Deutschlandkarte veranschaulichen. Diese Grafik zeigt die Residuen der Regression. In den lilanen Bereichen bewertet das Modell die Immobilien unter ihrem aktuellen Marktpreis. In den orange-roten Bereichen schätzt die Regression die Preise höher. Bei genauerer Betrachtung fällt etwas auf. Die intuitive Annahme, dass ein hohes Hochwasserrisiko in einem entsprechend niedrigeren Wohnungspreis resultiert, bewahrheitet sich nicht. Im Gegenteil, das Modell stellt sogar einen klaren, direkten Zusammenhang zwischen den beiden Variablen her. Zur Verdeutlichung weisen wir jeder Gemeinde ein hohes Risiko zu und sehen, dass die Preise um bis zu 10% steigen. Eine Erklärung hierfür könnte die geostrategisch hervorragende Lage an einem Fluss sein, um welche viele der großen und teuren Städte entstanden sind. Mit unserem Modell lassen sich durch Anpassung der Parameter die Auswirkungen von Risiko und Betroffenheit in verschiedenen Regionen simulieren und grafisch darstellen. Durch die Nutzung von Datensätzen anderer Länder kann das Modell auch auf diese übertragen werden und ist somit vielerorts einsetzbar.